Das wundersame Muggelgerät ist zurück. Nein, Spaß. Hi Leute, heute zu meiner... Wow, dieses Wave. Wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Dieser Wink kam gerade voll verspätet. Ist aber auch egal. Heute zu meiner neuen Film-Review. Ich habe mir gedacht, nachdem ich gestern zur Vorpremiere von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1... Was für ein langer Titel, Mann. Gewesen bin. Habe ich mir gedacht, ich werde euch heute eine Review liefern und dann noch am Ende noch eine kurze Review zu einem anderen Film, den ich euch empfehlen kann. Und vielleicht ein Fail-Film, den ich schon ein bisschen längere Zeit zurückgeguckt habe. Und ich wünsche euch auch viel, viel Spaß bei dieser Review. Ich werde euch nichts nennen, was euch den Film versauen würde, weil, ja, zum Fazit komme ich dann am Ende. Aber es gab so ein paar lustige Dinge, die mir aufgefallen sind im Film, also wünsche ich euch viel Spaß. Lasst mich in den Kommentaren unbedingt wissen als Videofrage. Ich habe nämlich gerade Fernsehen geguckt und mir ist dann die Videofrage irgendwie eingefallen. YouTube oder Fernsehen, was schaut ihr lieber? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, YouTube oder Fernsehen. Wir können ein Wort schreiben, je nachdem, oder ein normales Kommentar schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, würde ich dann auswerten fürs nächste Video. Und ja, YouTube-Community for the win. Also viel Spaß beim Video, ich hoffe es gefällt euch und ja. Der Film Harry Potter hat mich jetzt seit 10 Jahren begleitet. Ihr müsst es euch mal geben. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, die Bücher zu lesen. Und mit was weiß ich wie vielen Jahren habe ich dann die Filme geguckt. Und jetzt bin ich schon 20. Ist eine lange Zeit. Das ist schon fast wie so eine Ära, die Harry Potter-Ära. Keine Ahnung, aber man hat gesehen, dass sehr viele Erwachsene in dem Film gewesen sind zur Vorpremiere. Ein paar waren verkleidet. Ich hatte meine Brille an. War mir dann leicht peinlich, dass ich da so rumlaufe. So, hey, hello Harry. War auf jeden Fall ganz lustig, die ganzen Leute in Verkleidungen zu sehen. Ja, die Stimmung, wie soll ich sagen? Es gab natürlich wie immer in Kinos Leute, die absolut so dermaßen geschmatzt haben, dass ich die Krise gekriegt habe, wo ich mir gedacht habe, halt die Klappe! Zum Film kann ich euch nur sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Film ab 12 ist. Ich finde den viel zu brutal, da, ja, dass da so viele Menschen sterben. Wer stirbt, werde ich nicht sagen. Dass so viele Menschen verletzt werden, viel Blut wird fließen. Der Film ist eher so in so einer trüben, schaurigen, dunklen, weiß nicht. Ich wollte gerade einen deutschen Satz formulieren. Ach, das hat nicht funktioniert. Also der Film ist eher in so einer trüben und schaurigen Stimmung. Also man kommt so, ich will jetzt endlich das Ende wissen. Obwohl ich das Buch schon zwei oder dreimal durchgelesen habe. Ich bin so ein Freak. Ich habe es jetzt nochmal durchgelesen. In zwei Tagen, oh mein Gott, ich bin so ein Opfer. Man kommt so aus einer traurigen Stimmung aus dem Film, weil der Film endet mit einer traurigen Stelle. Ja, ich kann euch nur sagen, es ist auf jeden Fall ein Must-Schau-Film für alle Harry Potter, die jemals ein Band von Harry Potter gelesen haben, solltet ihr euch anschauen. Vor allem das Finale jetzt, wo die ganzen Kämpfe halt anfangen. Man hat keine Ruhepause. Es gibt auch ein paar Schreckmomente, wo die ganzen Reihen, wo ich die ganzen... Also dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, wusste ich natürlich, was passiert. Ich bin so cool. Nein, aber man hat die ganzen Reihen gesehen, wie die aufgeschreckt sind. Also es gibt Schockmomente im Film. Es wird so einige Male öfters geküsst, als man erwarten kann. Ja, Voldemort ist wie immer kaltherzig, ist ein Psycho-Schmock. Ich werde, glaube ich, nächstes Jahr eine Halloween-Voldemort-Maske machen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr mir auch mal sagen. Oh mein Gott! Aber das auf jeden Fall anschauen, ist auf jeden Fall lohnenswert, lohnt sich auf jeden Fall. Wie viel habe ich gezahlt? 7, 8, 9 Euro Eintritt? Aber egal, es war die Vorpremiere und ja, falls ihr den Film schon gesehen habt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt. Also ich fand ihn sehr gut, ich werde ihn mir vielleicht noch ein weiteres Mal anschauen. Kommen wir zu einer Stelle, die absolut für Warner Brothers so ein Fail ist. Und wenn Warner Brothers jemals mein Video sehen sollte, ihr seid ein Fail. Es gab eine Synchro-Stelle, oh mein Gott! Sie stehen vor einem Grab. Welches Grab das ist, werde ich euch nicht sagen. Es ist aber in Godric's Hollow, der Geburtsstätte von Harry Potter. Und Hermine zaubert einen Kranz, also einen Rosenkranz, vor das Grab. Als dann Harry Potter, ich stelle euch die Szene nach und diese Dings, die Effekte. Er bewegt seinen Mund. Da kam kein Ton. Da wurde es nicht synchronisiert. Da kam kein Dankeschön. Wisst ihr, es war so richtig, als würde ich jetzt zum Beispiel so reden. Ich werde es jetzt mit Voice-Over machen. Hallo, ihr hübschen Kinder. Genau so ein Fail war das. Sowas kann in Videos passieren, aber nicht in Warner Brothers Filme. Na egal, aber ich muss voll lachen, weil es war so billig. Da kam halt nichts. Wir haben halt erwartet, dass da ein Ton kommt, aber kam nichts. Wie auch immer, es war auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich kann ihn nur empfehlen an alle Harry Potter Fans. Und ja, auf jeden Fall ein guter Film. Schaut ihn euch an, ich will euch keine Spoiler verraten. Aber egal, kommen wir zum nächsten Film, den ich euch empfehlen kann. R.E.D. Red, ein genialer Film mit Bruce Willis, Helen Mirren, so richtig coolen Schauspielern. Es geht um, Red heißt Retired, Extremely Dangerous, sozusagen. Das waren die damaligen
CIA-Agenten und die kämpfen gegen die neuen Agenten und ja, wird viel geschossen. Ich find's lustig, wenn Erwachsene, also so Opas und Omas, so mit Kalaschnikows-Stier so rumschießen. Keine Ahnung. Meine Lache hört sich übrigens manchmal an wie so ein Maschinengewehr. Übrigens, wenn ihr am Ende des Videos hier draufklickt, kommt ihr zu meinem anderen Kanal. Boah, habt ihr es gerade gesehen? Ich zeig da drauf und es wird dunkel. Oh well. Was ist da passiert? Nein, aber dann kommt ihr zu meinem Kanal, auf dem ich super aktiv geworden bin. The Simple Life, meine eigene Real-Life-Serie läuft dort, natürlich von mir selber produziert. Also schaut es euch an und abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Aber kommen wir zur anderen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass meine Review ein bisschen daneben ist. Es ist auf jeden Fall ein lustiger Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Daumen hoch dafür. Ja, da kämpfen sozusagen die Alten. Also, nee, da lernt irgendwie Bruce Willis eine Frau kennen übers Telefon. Man erfährt nie, wie sie sich kennenlernen. Aber sie kennen sich halt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Sie lernen sich halt irgendwie einfach kennen. Sie telefonieren von Anfang an des Filmes. Aber es ist ja natürlich normal, dass ich einfach so ein Telefon habe und dann mit einer Frau rede, die dann plötzlich vom CIA verfolgt wird und ermordet werden soll und ich muss sie retten. Unlogisch, aber egal. Und es entsteht so eine Verfolgungsjagd. Es gibt Tote, aber es wird lustig. Voll Psycho. Ist nicht lustig, wenn jemand stirbt. Aber der Film ist auf jeden Fall sehr lustig und sehr, ja, actionreich gestaltet. Auf jeden Fall anschauen, falls ihr noch nicht getan habt. Und ein Film, den ich längere Zeit zurück angeschaut habe und der mir absolut nicht gefallen hat, war Piranha 3D. Ich habe den Film gesehen. Absoluter Scheiß. Da beißen Piranhas in den Arsch der Leute und dann kommt die ganze Meute und das hat sich gerade gereimt und keine Ahnung. So ein schrecklicher Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Es läuft jetzt, glaube ich, gar nicht mehr im Kino, aber es war so ein absoluter Schrott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss da mal los. Oh Gott. Ich bin voll spät dran. Das könnt ihr eigentlich in einem Vlog reden, weil ich jetzt noch ein paar Sachen an meine Zuschauer abschicken muss, also die mir an meine Postfachadresse Briefe zugeschickt haben. Bekomme immer so was Kleines von mir zurückgeschickt. Freut mich auf meine 200.000 Abonnentenverlosung, die ist ja bald. Auf Facebook verlinke ich euch hier unter den weiteren Informationen. Werdet gefällt mir. Ich mache immer wieder so kleine Mini-Verlosungen, immer so um 20 Uhr rum, ab und an. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, geht mal drauf und ja, ich kann da voll oft antworten und es freut mich voll, mit meinen Zuschauern super Kontakt zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber egal, Leute. Ich muss los. Ich hasse diese Strähne. Justin Bieber Schockblick, ey. Ich frage mich, wie Justin Bieber immer guckt, wenn seine Haare nicht. Seht ihr dies? Das nervt. Na egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wollte euch nur sagen, dass es ein lohnenswerter Film war und der andere auch. Also, ja. Wir sehen uns beim nächsten Video und freut euch auf die nächsten Videos. Die werden nämlich um Jungs und Mädchen handeln und ein paar Tipps, die jeder Junge und jedes Mädchen gebrauchen könnte über das andere Geschlecht. Also, freut euch drauf. Oh mein Gott, die Videos werden so geil. Also, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.